schlau, aber für den Kampf gegen die Rache. Die Chiffrierung der Berichte des Erdnut-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Halt! Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Erdnut-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Shepard! Werte Freundin! Für eine Tote sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Rex, Ihnen scheint es aber auch gut zu gehen. Nicht nur mir, Shepard. Allen Kroganern. Der Erdnut-Clan ist nur der Anfang. Wenn ich fertig bin, sind wir wieder ein geeintes Volk. Sie haben viele Traditionen verletzt, um Ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Ovenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shi'Agal. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Was? Pubertät? Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot! Nun, Grunt? Möchten Sie zu den Erdnut gehören? Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Erdnut-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Der Erdnut-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision ihnen nur Vorteile bringt. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. Davon hat Okir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman.
Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Die Citadel hat diese riesigen Arme und Millionen von Leuten leben dort. Warum interessiert dich das? Reiß dich in Stück! Sie überschreiten ihre Grenzen, Gettatak Uweng. Die Riten der Ordnot gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uweng. Ernold Rex hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu erbitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Clan steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwengs Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krant? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Wie kann man einen Kandidaten prüfen, wenn er zu seinem Initiationsritus Verstärkung mitbringen darf? Nicht jeder Kroganer kann ein starker Krieger sein. Aber jeder muss die Seinen dazu inspirieren, an seiner Seite im Kampf ihr Bestes zu geben. Wenn diejenigen, die Sie am besten kennen, nichts Wertvolles in Ihnen sehen, sollten Sie die Ödnis durchwandern und einsam sterben, bevor Sie meinen Clan schwächen. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite. Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte Ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine Eins. Sie wagen es. Dieser Mensch gefällt mir. Sie hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Die sind jetzt Ihr Problem. Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Sie stehen doch auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig!
Das ist die neueste Narbe, die Puchanka davongetragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Krogana. Dem Ordnord-Clan anschließen möchten, müssen sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Thank you.
Gar nicht mehr. Bereit für eine neue Runde. Dann wurden die Kroganer zu den Sternen emporgehoben, um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Einen Feind, den wir in seinem Bau verfolgen können. Kriecher, komm! Der Tod wartet! Wir wurden entdeckt! Schlüsselstein. Vermutlich müssen wir ihn erneut aktivieren, um zum nächsten Teil des Videos zu kommen. Nun tragen alle Kroganer die Genophage in sich, unsere Belohnung und unseren Fluch. Bei diesem Kampf gibt es nur ein Ziel.
Gesellschaft. Gut, ich will mehr. Sie sind am Leben. Und sie haben den Dreschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Der letzte war Erdnot Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Das wird zu Diskussionen führen. Ich frage mich, Sie behaupten, Sie seien rein? Und kein Alien war an Ihrer Herstellung beteiligt? Nur der Warlord O'Kear? Die besten Eigenschaften der Kroganer sind in Grunt vereinigt. Er wurde erschaffen, um perfekt zu sein. Das Problem ist, dass er erschaffen wurde. Aber nicht von Aliens. Und er ist wirklich sehr stark. Es wäre vermutlich ein tolerierbarer Mangel. Ein was? Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler, aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. Sie reden, als wäre er ein Gegenstand. Sie wollen nur seine Stärke. Es geht ihnen nicht darum, dass er Teil ihres Clans wird. Natürlich nicht. Ich wollte auch nicht mit dem Erdnot-Clan kooperieren, war aber dazu gezwungen. Der Gertetor-Clan steht am Scheideweg. Er wird entweder mächtig oder endet im Staub. Wenn ich sie bekämpfe, unterstützen mich die Traditionalisten. Und wenn ich sie unterstütze, bejubeln mich die Reformer. Ihr Initiationsritus hat auch dabei das Gleichgewicht verschoben. Es ist Ihre Entscheidung, Grunt. Und sie scheint Ihnen leicht zu fallen. Das ist das Problem. Ich bin ein reiner Kroganer. Uwenk, Sie sind der Heuchler. Ihr Kopf ist lebendig ebenso viel wert wie tot. Dann holen Sie ihn sich doch. Seht ihr sie? Bewegung! Aufpassen! Den Initiationsritus bestanden und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Viele überleben, aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Grunt, Sie sind jetzt ein Erdnot. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Shepard ist meine Kampfmeisterin. An sie kommt keiner heran. Verstehe. Glückwunsch, Erdnot Grunt. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Wie wurden Sie genannt, bevor Sie zum Schaman wurden? Ich habe meinen Namen aufgegeben, als ich Schamane wurde. Ich bin ein Sprachrohr für den Zorn und den Blutrausch meines Volkes. Es wäre falsch, meine alte Identität zu bewahren. Mein Leben gehört dem Clan.
Ich will etwas über Tuchankas Vergangenheit erfahren. Tuchanka ist ein Ort voller großartiger Geschenke. Es tötet die Schwachen, quält die Langsamen und vernichtet die Dummen. Überleben ist eine Ehre. Und darin sind die Krogana Meister. Wir bedecken diesen Planeten mit unserer Zivilisation, nur um sie ein Dutzend Mal selbst niederzubrennen. Aber wir werden jedes Mal stärker. Wenn wir weise und mächtig genug sind, werden wir den Planeten auf ewig zähmen. Ich habe noch nie gehört, wie jemand behauptet hat, der Untergang der eigenen Zivilisation sei etwas Gutes. Ich hätte gedacht, von allen Aliens würden Sie das am ehesten verstehen, Shepard. Die Reiche und Clans der Krogana in der Vergangenheit waren glorreich gewachsen in großen Schlachten und Eroberungszügen, aber im Kern waren sie schwach. Wie hätten sie sonst fallen können? Wenn die Zivilisation der Krogana ihren Höhepunkt erreicht hat, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Sind wir nicht mehr aufzuhalten? Ich gehe jetzt. Mögen ihre Gegner stark genug sein, sie wachsam zu halten. Das sieht interessant aus.